feucht. Und gucken, was passiert. Ihr geht mal dahin. Ha! Na also. Und sie hat Angst und ist durchgehend am Saubern. Das sieht ja auch abgefahren aus. Ja, und das war's. Endlich, das war ja richtig nervig. Oh, noch eine Haarlocke von der Nymphe. Haarlocke von Kirin Hale. Oh, oder das könnte ein Schlüsselstein sein. Eins von beiden. So, das kann man zu Kirigon. Ah, Scarlet. Der Trank auch. Das kann sowieso zu... Fluch der Ungeschicklichkeit kann weg. Das kannst du dünner hier, das kannst du dünner hier. Weiß sie nicht und weiß sie nicht. Super. Aber die Etage hätten wir jetzt auch gesichert. Da war nichts, ne? Ja. Schön. Also den Turm nach oben haben wir abgedeckt. Jetzt können wir gleich nochmal zwei Stockwerke nach unten gehen. Nach draußen und dann nach oben. Gucken, wo wir da lang gehen können. Weil hier scheint ja kein Ausgang nach draußen zu sein. So, aber erstmal abspeichern. LP 67 Adphone. So, und jetzt gehen wir einmal runter. Und nochmal runter, glaube ich. Ja, und da müssen wir raus. Nein, Düner hier, du kannst auch nicht durch Wände gehen. Auch wenn du so komisch verschwommen bist. So, und hoch da. So, jetzt hier die Treppe hoch. Und da ging es irgendwo rein. Ah, die Treppe hoch. Genau. So. Aber eigentlich ist kein Stockwerk damit verbunden. Müssen wir mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Höherer Basilisk, Angriff Khalid. Na gut, besser Angriff auf Khalid als auf Kirigon wegen Versteinerung, aber trotzdem. Und das ist ein höherer, nicht der andere. Der andere war ein niedrigerer. Das heißt, er versteinert nicht ganz so häufig. Versuch mal zu lähmen. Und du versuch mal zu bezaubern. Obwohl, das war Personenbezaubern, ne? Person oder bezaubern. Was ist denn Person oder Bezaubern? Person oder Säugetiere? Basilisken sehen mir nach Echsen aus, also keine Säugetiere. Dann Blitzdings. Und der Rest drauf. Jo, Khalid ist schon mal weg. Kirigon sollte nicht in erster Reihe stehen. Obwohl, wir probieren mal Magieschutztrank aus. Vielleicht klappt das ja. Bisher... passiert irgendwas. Steht auf jeden Fall immer wieder Magiewiderstand. Dann macht mal schön Schaden. Ist der Blitz durchgekommen? Nee, Karl steht im Weg. Und Immon steht im Weg. So. Wir können auch vergiften. Aber es scheint ein schwaches Gift zu sein. So, zack, tot. Und eine Schriftrolle. Bitte lass es den Steinern sein. Ah, nee. Wäre auch zu gut gewesen. Ah, Level Up. Vielleicht kann sie jetzt hier in Steinern lernen. Das hätte was. Oh, Waffenfähigkeit. Also ist sie als Krieger aufgestiegen. Ah. Na gut, auch schön ein paar Lebenspunkte zu bekommen. Aber eine neue Spruchstufe wäre echt besser gewesen. So, gehen wir jetzt weiter, oder... Na gut, kurz abspeichern. Und dann beschwörst du mal ein paar Monster. Und die schicken wir vor. Dann gehen wir hinterher. Mit etwas Glück geht der Basilisk, wenn da noch einer ist, auf die Knolle zuerst. Na? Bisher nix. Ah, doch, da ist einer. So. Jetzt du magische Geschosse und du
hast kein Blitzdingens mehr, also benutzt du deinen Stab. Und Gerugon hält sich erstmal zurück und ihr beiden geht so da drauf. So, ein Gnoll ist schon mal versteinert. Zwei Gnolle sind versteinert. Drei. Naja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt mit den Statuen. Den Knollen meine ich. So, ein wertloser Stein. Aber das gab gute Erfahrungspunkte. Und Dünner, ihr habt ein Level up. Schön, schön. So, ihr beiden da lang. Ihr alle, da ist eine Sackgasse, da lang. So, Knoll und Knoll. Gucken, ob hier noch einer ist. Da lang. Was die wohl bewachen? Oh, 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 oh. Hatte die Magiewiderstand noch? Ja. Dann, na gut. Oh, er ist langsam. Schmeiß mal irgendwas schnell weg. Sowas kann ich nicht schnell entscheiden. Alle rauf da. Oh, versuch ihn zu lähmen. Und du Feuerstrahling. Die Lähmung hat anscheinend nicht funktioniert. Dann magische Geschosse. Und geh nicht auf Minsk, weil er hat keinen Schutz. So. Noch zwei Statuen. Also wir haben jetzt schon fünf Statuen hier auf dem Dach verteilt. So, du musst jetzt was loswerden. Muss nicht viel sein. So. Ja, hier ist nichts außer drei Basilisken, die ganz viele Leute versteinert haben. Das hätten wir uns auch sparen können. Na gut, kann man nicht ahnen. Wir gehen jetzt erstmal raus hier aus dem Turm und gehen zu dem Beschwörung beendet. Oh, was passiert mit den Statuen? Die sind auch weg. Komisch. Genau, was ich gerade sagen wollte. Wir gehen jetzt erstmal aus dem Turm hier ganz raus, suchen den Händler, versuchen eine Schriftrolle zu finden zu meinen Steinern, verkaufen, kaufen, schlafen und kommen dann hier wieder her, um zu entsteinern. Das heißt, das mache ich auch offscreen und nicht mit Zeitraffer. Bis gleich. So, und da wären wir wieder. Also wir haben die Sachen identifiziert, so gut es ging. Also der Umhang war nur ein Umhang plus 1, den konnte keiner mehr gebrauchen. Und der Stab war ein Stabspeer plus 2. Wird sie auch nicht wirklich häufig benutzen, aber besser als nichts. So, dann habe ich auch gleich ein paar Schriftrollen auf Vorrat gekauft. Das kannst du mal da in den Kriegslot nehmen. Und deinen Mann befreien. Und er bewegt sich. Bleib ganz ruhig, Liebes. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen. Es würde mich überaus glücklich machen, solch Freunde wie euch wieder in meiner Gruppe zu haben. Ausgezeichnet. So. Hat er noch alles bei sich? Jo, schön. Dann heilen wir dich mal hoch. Und dann gehen wir hier vom Dach runter wieder nach ganz unten. Nicht Minsk heilen. Gehen wir jetzt vom Dach runter wieder ganz nach unten. Und schauen uns dann beim Labyrinth um. Oder in den Katakomben, was auch immer da unten ist. Das wird ja wohl anscheinend ein wenig schwieriger sein als hier oben, wenn man da schon diese Schutzsteine für braucht. Aber das werden wir dann sehen. Ein wenig besser vorbereitet sind wir jetzt ja durch die Spruchrollen, aber noch so ein, zwei extra Tränke mit den Spiegelaugen wäre nicht schlecht. Ah, und genau, das Level-Up von Dünahö können wir jetzt auch machen. Das wollte ich nicht off-camera machen. So, einverstanden. Stufe 1 nix, Stufe 2, ja, Unsichtbares entdecken. Stufe 3 nix und Stufe 4. Aber da haben wir noch keinen einzigen Zauberspruch. Ha, na gut, wenn wir das nächste Mal bei einem Magierladen sind, toben wir uns aus. Und runter. Was war das? Doppelgänger. Hm. Alle Mann auf den Doppelgänger. Vor allem Minsk mit seinem Doppelgängerschwert. Hm.
Die sind irgendwie komisch. Ich meine, die haben die Fähigkeit, die Gestalt von jedem anzunehmen. Und sind dadurch eigentlich recht mächtig, weil man nie weiß, wer es ist. Und trotzdem laufen sie in so einer Gestalt rum, die man offen erkennt und greifen einen körperlich an. Das macht irgendwie nicht viel Sinn. Aber gut. Sie sterben schnell und bringen 420 Erfahrungspunkte. Das ist die andere Seite. So, also das war jetzt der erste Stock, glaube ich. Und, war es der erste Stock? Ja, jetzt sind wir im Erdgeschoss mit den zwei Überlebenden. Nochmal kurz heilen. Und speichern. LP 69. Und dann schauen wir nochmal nach unten, wenn sie fertig ist. Jo. Dö, düster Schrecken. Und jemand, der uns nicht helfen will. Auch sehr sympathisch. Hier ist ein Brunnen und jede Menge Fässer. Also ein stinknormaler Keller. Hüstel, wer seid ihr? Ah, ein Wanderer wie ich. Am besten dreht ihr euch um und zieht weiter, mein Freund. Dieser Ort ist nicht sehr gastfreundlich. Ach nee, wirklich. Besser ihr seid am Leben und könnt von dannen ziehen, wie ich. Wer seid denn ihr? Ich hatte eigentlich nicht erwartet, hier jemanden zu begegnen. Ihr solltet euch darauf einstellen, noch viele andere Dinge zu sehen, die ihr nicht erwartet habt. Oh, bringt mich bitte nicht zum Lachen. Ich habe einen Pfeil im Schlund stecken. Och. Und der ist manchmal unangenehm zu spüren. Mein Name ist Bayard und meine Freunde und ich kamen einst genauso wie ihr hierher. Es sieht aus wie ein lohnenswerter Ort, aber ich habe festgestellt, dass er meine Fähigkeiten übersteigt. Alles nicht sehr schmeichelhaft. Naja, obwohl das erste geht noch. Mir wird es besser gehen, da bin ich sicher. Ich habe ein geschultes Auge für Fallen, also im Moment zumindest zu 60%, und ich habe schon gegen viele heimtückische Bestien gekämpft. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr lange genug lebt, um gegen die Kreaturen zu kämpfen, die diesen Ort zu Hause nennen. Selbst die Wände dort drin werden sich gegen euch verschwören und euch in Schach zu halten. Die Fallen sind doch bloß da, um eure Geschicklichkeit zu testen. Aber dieser Ort ist mehr als ein einfacher Türklopfer. Durlak war ein kranker, schlimmer Mann, und ich sage euch, dass er die, die hierher kamen, nicht bloß daran hindern, sondern töten wollte. Klar gibt es Fallen, ausgelost durch Drähte oder Schritte oder Geräusche. Aber es gibt auch noch Tests. Tests, die er erfand, um Freunde von Feinden zu unterscheiden. Ihr werdet mehr als nur eure flinken Finger brauchen, um denen zu entkommen, was euch erwartet. Einige Fallen geben euch keine zweite Chance. Nehmt euch in Acht, oder der Tod wird sich eurer schnell bemächtigen. Ihr scheint euch sehr sicher zu sein, dass dieser Ort gefährlich ist. Woher kommt diese Überzeugung, und warum habt ihr dann eure Freunde diesem Ort überlassen? Ich habe meine Freunde nicht im Stich gelassen. Sie mögen zwar jung sein, aber sie sind alt genug, eine eigene Meinung zu haben. Ich werde doch nicht Kindermärchen für jemanden spielen, der sich selbst mit seinem Schwert verteidigen kann. Ich nenne ihnen das Risiko, und wenn sie dann weitermachen wollen, ist es ihr eigenes Schicksal, über das sie entscheiden. Was mich betrifft, ich habe gedacht, es wäre besser zu leben. Dieser Ort ist der Tod. Er liegt in der Luft und zieht in eure Kleider. Meine Freunde meinten nur, bei den Göttern, wo kommt dieser Gestank her? Und ich sage ihnen, es ist der Gestank des Todes, Bürger. So, der Turm ist also voller Fallen und Monster treiben darin ihr Unwesen. Hört sich an wie alle anderen Verliese, in denen ich war. Und bisher habe ich auch nichts gesehen, das auf etwas anderes schließen ließe. Na okay, die teleportierenden Nymphe oben waren ein bisschen irritierend, aber... Ihr habt aber noch viel weniger Grund anzunehmen, dass es nicht so gefährlich ist, wie ich es euch sage. Es muss doch einen Grund dafür geben, dass in über 300 Jahren niemand weit in diesen Ort vorgedrungen ist. Ihr kennt doch die Geschichte, sonst wärt ihr nicht hier. Durlak war verwirrt, sein Geist war gebrochen durch den Tod derer, die ihn umgaben. Dieser Ort spiegelt das wider, was ihm widerfuhr, und er scheint zu verlangen, dass man ihn versteht, bevor er einen einlässt. Dieser Ort ist keine Ruine, er ist nicht für die Ewigkeit offen.
Dieser Ort wurde dafür entworfen, Leute fernzuhalten oder sie zu töten. Selbst die simpelsten Türen scheinen mit Schlüsselsteinen verschlossen. Wenn ihr hier herein wollt, bereitet euch auf Erfolg oder Tod vor. Ah, da habt ihr mich zu einem Belehrungsvortrag verleitet. Aber euer Leben gehört euch. Macht damit, was ihr wollt. Ich muss gehen. Viel Glück. Ich wünsche euch gutes Gelingen.